zuckerfrei. Heute habe ich mal wieder ein super schnelles und einfaches Low-Carb-Kuchenrezept für euch. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie ihr einen wirklich richtig aromatischen Gewürzkuchen ohne Zucker und ohne Mehl selber machen könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Für den Gewürzkuchen gebt ihr zunächst 75 Gramm entöltes Mandelmehl, 3 Teelöffel Backpulver, 4 Gramm Xanthan, 3 Teelöffel Lebkuchengewürz sowie 90 Gramm Zartbitterschokolade mit einem Kakaoanteil von mindestens 85% in eine Rührschüssel und vermischt die Zutaten miteinander. Die Schokolade habe ich übrigens bei mir jetzt hier einfach in einem Mixer kurz klein gehäckselt. Wenn ihr das auch so macht, dann solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr nur kurz mixt, da die Schokolade ansonsten zu schnell eine feste Masse wird, die sich dann hinterher nicht mehr gut mit den anderen Zutaten vermischen lässt. Als nächstes gebt ihr dann 6 Eier in eine Rührschüssel und schlagt diese weiß schaumig auf. Das Ganze hat bei mir jetzt hier ca. 5 Minuten gedauert. Wenn ihr einen Handmixer verwendet, dann kann dieser Schritt auf jeden Fall ein wenig länger dauern. Aber wenn eure Eiermasse dann so aussieht wie bei mir jetzt hier, ist sie genau richtig und ihr könnt auch schon 180 Gramm zu Puder gemahlenes Erythrit Schritt für Schritt einrieseln lassen. Für eine richtig schöne Konsistenz des Gewürzkuchen solltet ihr dann noch einmal ca. 5 Minuten weiterschlagen, damit sich das Erythrit gut mit der Eiermasse verbinden kann. Jetzt werden noch 90 Gramm weiche Butter sowie 120 Gramm Milch oder gerne auch andere Milchalternativen wie beispielsweise Mandelmilch oder Kokosmilch eingerührt. Ja, und dann können auch schon die trockenen Zutaten untergehoben werden. Wie natürlich auch in anderen Kuchenrezepten, in denen die Eier schaumig aufgeschlagen werden, gilt natürlich auch hier, dass die trockenen Zutaten nur so kurz wie nötig untergerührt werden sollten, damit das Volumen einfach noch bestehen bleibt. Als nächstes nehmt ihr euch dann eine Kastenform. Meine hat hier die Maße von ca. 11 x 25 cm. Fettet diese gut ein und verteilt den Teig anschließend in der Form. Ja, und dann kann der Gewürzkuchen auch schon im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 45 bis 50 Minuten gebacken werden. Wobei ihr ihn nach ca. 30 Minuten abdecken solltet, damit er von oben einfach nicht anbrennt. Nach dem Backen lasst ihr den Gewürzkuchen dann am besten noch kurz in der Form abkühlen. Ja, und dann könnt ihr ihn auch schon vorsichtig aus der Form lösen. Wer möchte, der kann jetzt noch einen Guss für den Gewürzkuchen zubereiten. Ich mache das jetzt hier aus 150 Gramm zu Puder gemahlenem Xylit, einem Teelöffel Lebkuchengewürz sowie 4 Esslöffeln Milch. Übrigens nehme ich für meinen Guss jetzt hier Xylit, da er einfach weniger schnell auskristallisiert als Erythrit. Wer allerdings lieber Erythrit verwenden möchte und wen dieser Effekt nicht stört, der kann natürlich auch Erythrit verwenden. Ja, und dann kann der vollständig abgekühlte Gewürzkuchen natürlich auch schon mit dem Guss überzogen werden und nachdem dieser fest geworden ist, natürlich auch angeschnitten werden. Ja, diesen Gewürzkuchen, den müsst ihr einfach wirklich unbedingt einmal ausprobieren. Denn schon beim Backen duftet eure ganze Wohnung so herrlich nach diesem leckeren Kuchen. Und ja, genauso wie eure Wohnung dann auch hinterher duftet, so schmeckt dieser Kuchen auch. Also probiert ihn wirklich auf jeden Fall mal aus und schreibt mir auch gerne in den Kommentaren, wie euch der Kuchen dann geschmeckt hat. Das Rezept könnt ihr wie gewohnt auf meinem Blog www.staubitopia-zuckerfrei.de nachlesen. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut. Bis dahin. Macht's gut!